So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier auf BOMO TV. Heute mit der Balkan Europe CS League Season 2, soweit ich mich erinnere. Mit Pot gegen Ayuri. Pot, die ja letztens irgendwann die Rele verpasst haben. Leider nicht in der EPS vertreten nächste Season. Und ja, spielen aber nebenbei, haben sie als, ich glaube, einziges deutsches Team an dieser Liga teilgenommen, haben es auch durch die Playoffs, durch die Gruppenphase geschafft. Kann ich mal kurz den Turnierbaum zeigen. Und standen dann im Achtelfinale, haben dort gespielt gegen MK, irgend so ein bosnisches Team. Haben die auch 2:0 besiegt. War auch recht easy für die und Ayuri, ihr Gegner, konnten da Esuba besiegen im Achtelfinale und steht es halt im Viertelfinale gegen Pot gegenüber. Und jetzt kamen auch die Restarts. Ich gehe ingame, mach noch Sound, da habe ich schon gemacht. Interpret ist ein bisschen zu hoch für mich. Sollte jetzt besser sein. Jo, ich habe vorhin noch vor einer Stunde ungefähr versucht, das mit den Finnen abzuklären, dass ich vielleicht mit Voice streamen darf, entweder vom Server direkt oder mit einem 0-Delay-HLTV. Leider, leider, leider sind die da ein bisschen stur und nicht so einsichtig oder vertrauen mir nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie mich nicht erlaubt, muss ich akzeptieren. Kann man nichts ändern somit. Müssen wir leider nur mit HLTV vorlieb nehmen. Und meine Wenigkeit. Finde ja bei solchen Spielen dann eigentlich immer Voice nebendran fünfmal besser als wenn ich hier rede, aber nun gut. Was soll's? So, der Lano hat übrigens vorhin noch Probleme, deswegen hat sich das jetzt hier etwas hinausgezögert. Sitzt aber auf dem Server drauf und eigentlich müsste es bald mal losgehen. Jetzt kommen die Restarts. Da fehlt noch der Nick. Der Clan-Tag. Ping ist eigentlich recht ausgeglichen. Außer bei Phaser vielleicht. Der mit einem 80er Ping rumgurken muss. Schlecht soll das passen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Pot gegen Ayuri. Line-up übrigens Sunny, Sünke, 10, Jölz und Stovey vielleicht oder so. Den man vielleicht der vielleicht bekannteste Spieler hier auf dem Server bei den Finnen ist wahrscheinlich 10. Hat da. Spielt eigentlich bei Mod Esports. Und haben jetzt vor, weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, vielleicht 2, 3 Monate. Auf so einer finnischen LAN haben sie da im Finale gegen WinFact verloren, aber hatten dann ein ziemlich gutes Match abgeliefert. Und da hat 10 halt auch mitgespielt. Jölz ist mir auch irgendwie noch ein Begriff, aber der Rest sagt mir nicht wirklich was. Ja, die Pordana, die haben wir vor ein paar Wochen in der Rede gesehen. Und die versucht hier mit in der Pistole mit einem Rapper-Rush direkt ins Gesicht von Story. Zwei Frags machen kann. So, Lano noch in der Halle und da geht's jetzt auch rein. Ah, Lano ist im Schacht. Kriegt er jetzt ein Flash vielleicht vom Cat oder so? Schön. Kriegst du da noch am Cat mit, also Hurricane. So, Bombe haben sie. CD-Schacht angesagt, sehr schön, Nies macht den Frag und jetzt Lano noch im Schacht. Jelz weiß es auch, hat jetzt immer wieder Schwierigkeiten, muss da immer wieder im Schacht aufpassen. Lano lenkt auch gut ab. So, wir wissen jetzt auch, dass der Main ist, 40 Sekunden hat er noch. Steppt auch immer weiter rum wie ein Trampeltier. Und Lano macht seinen zweiten, sehr schön, Pistol geht an Pot. Pot, die für mich ja eigentlich muss ja mal ganz nüchtern und ohne Patriotismus betrachten, denn eigentlich sind für mich die Finnen hier der Favorit.
Mal gucken. So, die Runde bei den Finnen. Er ist direkt Fensterfern rausgesprungen. Hat er in die Fresse bekommen. Schön Teamflash. Also, Flash für Teamflash. So einen richtigen Plan haben die Finnen jetzt nicht. Daddeln überall irgendwie rein. Wird er einzeln weggefischt. Der letzte noch im Schlauch. Ist eigentlich auch angesagt. Jetzt hat er, glaube ich, auch keine Munition mehr, aber hat den Spot, geht immer weiter. Spielt das da gut, geht kein weiteres Risiko ein. Und Chris Nitschi bankt die sogar. 2 zu 0 Pot. Deagle Full Eco, Runde war das. Bombe konnten es wohl nicht legen, sollten jetzt. Haben wir jetzt auch eine Full Eco nochmal haben. Zeit, das Match mal auf Rhythmor Live zu stellen. Oh Mann. Was eine Runde, ey. Gegen eine Glock-Eco verlieren sie 3 Waffen und gegen eine Deagle-Eco haben sie keine Probleme. Boah, das könnte richtig bitter enden. Wenn sie die Runde jetzt verlieren, müssen sie wahrscheinlich direkt sparen. Mal schauen, was die Finnen hier vorbereitet haben. Ja, denke ich mal, sehr aggressiv spielen. Und auf ihr Aiming setzen. Ich glaube nicht, dass wir großartige taktische Finessen sehen werden, aber schön die Halle verteidigt von Pod, die anscheinend mit einem Halle Rush keine Probleme haben. Auch schön gepusht von Hurricane. 4 zu 0, krass. Geht ja gut los für Pod. Ja, die Musik von eben übrigens war das Kraftfuttermischwerk. Kostenlos und legal runterzuladen auf kraftfuttermischwerk.de. Und das andere war, glaube ich, Entertainment for the Braindead. Jetzt auch unter entertainmentforthebraindead.com oder so. Oder de. Alles great, Comments Musik. Ich bin auch weiterhin auf der Suche nach, nach mehr Creative Commons Musik für meinen Stream. Auch bin auch gern für andere Richtungen offen. Also muss nicht nur irgendwas Elektronisches sein. Kann auch Rock sein oder irgendwie Jazz oder was weiß ich. Mir eigentlich egal. Schon wieder haben sie probiert mit Neko. Er hat da komplett aus dem Spiel genommen. So eine Runde verliert sie jetzt wieder. Wie bitter. Da sie vorhin allerdings kaum Waffen verloren haben, gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt mal kaufen können. Ich bitte, diese heuchlerischen Kommentare zu unterlassen, Toni. Zweite Map wäre heute übrigens Inferno und dritte, falls möglich, falls, nicht falls möglich, sondern falls gebraucht, Deitas 2. So, schlechter Spawn bei den Finnen, die jetzt hier auch nichts Schnelles versuchen. Schon die Box, die HE sitzen gar nicht. Contact, ja, das sieht nach einem Halle Rush gleich aus. Ja, da wird die Main geflasht. Oh, da gibt es interessante Flashes. Oh, Rampe contactet sich auch noch einer vor. Phaser jetzt in entscheidende Position auf der Box. Gab es anscheinend gute Gegenflashes. Hallo, Target. Wie kann der den da legen?
Ja, ich war, glaube ich, die ganze Zeit ein bisschen blind. So, letzte in der Box. Wird auch schon abgesmoked. Geht Fenster raus und passt noch keiner auf. Oh Mann. Beide Fokus auf die Box, aber wenn da gesmoked ist, warum sollte er da rauskommen? Ach du Scheiße, sowas darf man nicht verlieren. Oh Mann. Wenn da einer einfach die Streben weiter vorgeht und die Tür abaimt, dann ist die Runde halt so gut wie gewonnen. Verstehe nicht, warum sich da beide auf die Pommes konzentrieren. Ich meine, der war halt angesagt, aber es hat einen Move, der jetzt nicht so wirklich schwer zu lesen ist, dass er das Fenster rausgeht. Das ist bitter, es sind schon zwei Runden, die man unnötig verliert. Dabei hätte es hier doch schon 6-0 stehen können. Aber leider jetzt 4-3. Gute ist, glaube ich, die Finnen haben jetzt... Ne, die haben jetzt zwei Top-Spawns. Mal schauen. Ja, ich habe schon auf Soundcloud geguckt. Da hat mir aber nicht so wirklich zugesagt. So, direkt ein schneller Frantic Go. Schöne Flash, Phasers komplett blind, kriegt aber guten Support von Hurricane. Bratzt da ein bisschen, außen fällt auch der Frag, allerdings noch zweimal Halle drin, Bomb ist auch safe. Ach, schöner Schuss von 10. So, müssen jetzt langsam Cat aufpassen. Wo liegt eigentlich genau die Bombe? Da vorne. So, Nils macht den Frag im Würmchen. Sehr schön. Eine Pose von ihm. 10 kommt jetzt erst in Main rein. Wird er gleich gesehen von Hurricane. Oh, kriegt er auch die Back jetzt. 32 HP noch bei ihm. Schönes Movement. Schön gespielt. 5-3 für Pot. Jetzt wieder ein schlechter Spawn. Alle 5 hinten. Phaser da, glaube ich, jetzt mit dem Cat. Da muss man den Main außen wäre. Ich finde, wenigstens halt mit der Bank runter außen wäre eigentlich die Lücke. Da gibt es einen Headshot für die Dienst, glaube ich. Die Box wird hier gesprengt, aber Pot spielt das nicht über die Box, zumindest nicht im Early Game. Da gibt es wieder den Flash Go. Chris ist da blind. Schade, fällt er jetzt auch runter. Zoe deckt gut die Rampe ab. Er wird Pot nicht mehr viel machen können. Ja, werden sie einfach alle nacheinander aus dem Spiel genommen. Allerdings Zoe low. Schade. Gute Runde von den Finnen. Schade, dass wenn Chris da nicht blind wird, dann sieht die Runde ganz anders aus. Natürlich auch komische Posi von ihm. Also sie haben das ja vorhin schon mal gespielt. Und wenn da so die Tür aufgeht und so Flashes kommen, also weiß nicht. Ich denke mal, falls sie es nochmal spielen, wird Potter ein bisschen was besser hinbekommen. Ayuri gleicht aus. Pot kauft.
Man spielt anscheinend Halle Retake. Und jetzt kommt's auch über außen und Nano. Nein, er kommt irgendwie nicht mehr in die Kiste. Hurricane wird doch abgesprengt. Sind jetzt wieder Halle drin. Oh, die Runde sieht schon wieder ganz schlecht aus. Ja, Chris allerdings im Schacht. Muss der jetzt auf Support warten. Vielleicht zieht er jetzt auch auf Timing um und holt die Bombe. So, Chris ist jetzt angesagt. So, beide Ts im Vorraum. Flash. Schöner Headshot. Und er hat EAE in der Hand. Nein, keine Muni mehr. 11 Sekunden noch auf der Uhr. Kit hat er. Ach, schade. Oh Mann, der zieht. Ziehen die Finn ein bisschen an. Am Anfang sah es so gut aus. Jetzt lassen sie ein bisschen nach. Schade, dass Lano da direkt außen gestorben ist. Hatte dann. Wäre eigentlich richtig geil gewesen, wenn sie da außen direkt geblockt hätten. Wenn Lano dahinter in T-Rot kommt. Hat er da vielleicht 2-3. Ich glaube, Pott, ja, 4 Mann an der Rampe, sprengen da. Schlauch gleich, jetzt an Ace kommt. Ah, bisschen zu weit. Sehr schön. Zwei sind gut angehittet. Viel zu gut abgedeckt für den Tees. Juri wieder 3 Mann außen. Sieht wieder nach so einem ähnlichen Go aus. Wieder Frantic Go. Passiert auch sehr schnell. Mal schauen, was Chris jetzt macht, ob er blind wird. Phaser. Nee, da sterben sie schon wieder. Boah. Gibt's halt vor Lag und alle tot auf einmal. Oh Gott, wer passt da auf? Nein. Oh Gott, sie move. Komplett aneinander vorbeigeschlichen. Oh Mann, jetzt ist sie in der Box. Mal schauen, ob Nils den gleich machen kann. War der gerade gesteppt? So, jetzt gesteppt. Und Chris macht den sehr schön, aber interessant, dass wie sie sich ja ausgemoved haben am Target. Nun gut. 7-6. Trotz der 2 First Strikes die Runde doch nochmal gedreht. Schade, dass man da nichts von gesehen hat. So, diesmal wird die Rampe schnell angespielt. Der gute Gegenplace von Undercat. Mal schauen, Rampe wird jetzt frei, könnte man wieder einnehmen. Machen sie auch. Rein von der Kontrolle sieht die Runde gut aus. Hurricane, wo macht der denn den Frag? Ah, hat die Box gepusht. Lano macht sogar außen. Jetzt wäre halt Nils der Einzige, aber der spielt das, denke ich mal, ganz klug. Wird dann auch, wenn er zu viel Trouble bekommt, runterschieben. Schade, schön rumgezogen von Sinki. Ein bisschen zu offensiv gespielt von Nils. Gut abgedeckt von Jöls. Oh Mann. Können jetzt auch runter. Allerdings Lano schon unten im Gang. Das könnte entscheidend werden oder ist entscheidend. Oh, er wird sogar abgesmoked. So weit von wurde ihm noch nicht mit ihm gerechnet. Sehr schön. Das hat es einfach gerade entschieden, dass Lano dort ist. Aber die haben anscheinend keine Ahnung, wo der letzte ist. Bang Hits, 33 HP, Lano hat noch 100. Die HE. Gut, W, sehr schön. Gut gespielt von Lano. Dass er da hat halt außen gedeckt. Wo Nils gestorben ist, hinten runtergeschoben. War schon sehr weit von, also gutes Timing gehabt.
und somit die Runde entschieden. 7-7, Pot bleibt noch dran. Schauen, an wen die letzte Runde hier geht. Alle wieder über Forum versammelt, da sehe ich auch noch eine Diege. So viel Geld scheint anscheinend nicht vorhanden zu sein. Dass sie die danach nimmt. Sie sprengen die Box meiner Meinung nach viel zu früh. Darauf kann man sich als CT halt super einstellen. Oh, Story ist da schon von. Oh, und. Okay, dabei gibt's den Hallo Go. Story spekuliert auf den Verschieber. Kriegt es auf den Frank endlich. Lano letzter am Cat. So, sie vermuten ihn noch am Cat, smoken auch ab. Und schauen, wie früher jetzt im Vorraum da ist und wann er abgedeckt wird. So, jetzt von Jölz. Schade, ein bisschen verbratzt von beiden Seiten. 8-7. Halbzeit geht doch nochmal an die Finnen, die hier die Pistole nicht gewonnen haben und das eigentlich noch nochmal ein solides Ergebnis ist. Für Pott natürlich nicht, für die Finn umso mehr. Kurz kann ich auch schauen, wer mich hier angeschrieben hat. Okay. Hurricane, der glaube ich Main gespottet hat. So ein 8er Peso außen konnte angesagt werden. Außen wird geblockt, Halle wäre frei. Jetzt müsste man Halle mal spotten. Ist einfach Box raus, sehr schöne Entscheidung. Er war slow, Halle. Man legt auch Silent, schöne Flash. Kann jetzt die Bombe safe legen, Vorraum ist auch gut ge... Nein, warum ist der Flash weg? So, Schlauch kann frei werden. Oh, sehr schön. Hurricane pusht unter Cat durch. Ist anscheinend angesagt. Nur Sunny hat einen Kit. Der Box darf jetzt halt nicht sterben. Oh, schönes Timing. Wird jetzt in die Zange genommen. Hä, wo ist denn der andere CT? Auf der Box. Schöne Runde von Hurricane. Sehr schön gespielt. Pot gleicht wieder aus 8-8 und gewinnt hier die zweite Pistole. Und es wäre einfach super bitter, wenn sie das Match verlieren. Ich glaube, auf der Rehle waren sie ziemlich pistolschwach. Haben da sehr wenig Pistols gewonnen und spielt natürlich auch mit rein, wie man dann abschneidet. Und wenn man jetzt hier beide Pistols gewinnt, dann ein zweistelliges Ergebnis ist dann eigentlich Pflicht. Aber auf jeden Fall gute Chancen jetzt für die Deutschen, das Spiel zu gewinnen. Weil ich mich da ein bisschen korrigieren muss. Also Lano ist ein Österreicher, will ihn da nicht als Deutschen degradieren. Oder aufwerten, je nachdem. Ich gebe es kurz ins Gesicht. So, Halle, es stehen zwei. Raff ist vorgepusht. Schöner Sprung von Nils. Rampe ist jetzt auch offen. Story nach außen. Jetzt nochmal einen Bang-Hit. Sollten jetzt Deagles vielleicht sogar versuchen zu safen. Oh, das ist Fail-Movement von Story. Oh, schade, wenn er da runtergegangen wäre, hätte er vielleicht noch... Ne, da wird er abgeaimt. So, hat er gesehen. Allerdings Fenster offen gelassen. Sehr schön, dass er da nicht einfach... Was ist mit dem los? Der ist safe, glaube ich, wirklich. So, Story ist jetzt angesagt, aber wir machen wirklich keinen Anstand mehr, die Runde, die Bombe zu defusen, weil da einfach noch ein paar Exit-Tracks und die Deagles irgendwie durchbringen. So, an die Waffe kommt es auf jeden Fall nicht. Ich frage mich gerade, wo die andere Waffe war. Ich glaube, in der Box oder so. Wo wollen wir Safe-Tür holen? So, machen da noch einen Track. Trotzdem overall eine gute Eco.
Ace, komplett Deagle, Boost P-Eco, 10. Schätze, wenn ich gerade nur 10 ist, und er ist. Ne, schade, ist schon gestorben. Hat er da als einziger Kit, habe ich vielleicht gedacht, dass er unten hinter die Kiste geht und zu einem Prädiffuse ansetzt. So, bin ich mal gespannt. Erste Waffenrunde folgt. Gut, zweimal an der Rampe. Hallo Rush. Jetzt blockt er sehr schön. Pot macht die beiden Frags. Cat wird schön abheilt. Allerdings Stowey ist schon in die Box reingekommen. Schön vorgeaimt. Schönes Pre-Aim. So, Runde wird trotzdem schwer für Pot. Sunny hat da eine entscheidende Position mit. Schön, dass... Boah! Was eine Runde von Phaser. Ein bisschen gelackt für meinen Geschmack. Ach, sehr schön. Pot macht es immer ganz gut über den Schacht. Den Schacht mit zu nutzen. Gefällt mir. 11 zu 8 somit. Sehr schön. Die Halle Rush doch nochmal auf. Und ich glaube, das war kein schneller Halle Rush. War so ein kleiner, kurz Tür auf. Bisschen was gesprengt. Dann nochmal geflasht und dann erst rein. Also nicht so stumpf einfach durchrennen, sondern noch ein paar bessere Flashes werfen. Und dann reinziehen. Sieht die Map doch ganz gut aus, so overall. Chris räumt mal kurz in der Eco auf. Ich hätte nicht gedacht, dass Pot so einigermaßen solide aufspielt. Haben da jetzt auch, soweit ich weiß, gerade kein richtiges Line-Up mehr. Was kein festes. Sehr schön. Ach, so wenig Facts bei Ayuri. Ja, Abheit. Schöne neue Wut neu schöpfen. Ne? Da gibt es gute Banks. Ah ne, die sind beide gedroppt, sorry. Bane geht's direkt rein und da wird nur vom Cat gedeckt. Fast ganz gutes Timing eigentlich. Nein, Chris macht den Teamfrag. Chris dreht einfach mal auf. Er hat vorhin gesagt, er ist ein bisschen erkältet, ein bisschen krank, angeschlagen. Aber direkt gemeint, er geht besser rein. Scheint zu helfen oder scheint auch wirklich wahr zu sein. Bombe sehr schön unten gelegt. Sünke muss da schieben, wird es auch von Nils gehört. Boah. 48 HP noch, Lano trotzdem alle Vorteile der Welt. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf Aiming geht. Kann das doch einfach super safe runterspielen. Hier wird auch nochmal verworfen. Sehr schön nochmal umentschieden von Lano, da doch defensiv zu gehen. Das safe runter zu spielen, 6 zu 0, somit 4 Pot. 13. Runde overall. Roman eher? Nein. Roman war gestern Stand-in bei My Revenge. Also der kleine Mini-Air. Sünker Ausnahme Todi. Glaube ich in die Tür reingehalten. So, spätestens jetzt weiß er auch, dass zwei außen sind. Jetzt sollte man mal die Halle checken, ob da nicht auf Halle Retail... Ja, Phaser ist schon drin.
Können jetzt Halle. Ach, schöner E. Können jetzt Halle. Ja, sind sie schon. Sehr schön. Die legen jetzt auch. Und jetzt kommt es auf den Retake an. Ah, die Fläche ist immer ganz cool. Die habe ich. Ja, die explodiert genau vom Ausgang. Hab ich schon wieder vergessen, dass es die gab. Finde ich ziemlich cool. Da hätte er eben die Chance gehabt, den Frag zu machen. Schade, müssen. Wäre nicht so gut gespielt von Phaser. Und das ist ihre erste Runde für Ayuri. Cat ist, glaube ich, am Start. Ja, Stovey hat Cat. Da unten, wenn da die Waffe weiter links ist, dann fehlt nämlich das Symbol manchmal. Das buggt ein bisschen rum, das nervt nämlich. Aber das heißt, dieser Kit hat. Da oben sieht man es bei Sünke. Kit-Symbol ist da, bei den unten leider nicht, aber haben Kit. Und machen jetzt ihre neunte Runde. Bot hat natürlich Geld. Nach sechs gewonnenen Runden in Folge. Dreimal Rampe, eine Date-Runden, spielt da anscheinend wieder über Schacht. Der Sunny spielt wieder Halle auf Retake. Das dann, wenn Pot das merkt und checkt. Jetzt wäre es vielleicht, wenn wieder Halle reingeht, sollte man es vielleicht mixen. So, Chris schließt aus. Perfekte Ansage wäre jetzt eigentlich, Rampe noch zu gehen. Also, es ist irgendwie zu. Wobei, jetzt wäre Rampe noch geblockt. Oder vielleicht irgendwas gegen zu pushen. Ich weiß nicht. Was sei denn, jetzt muss halt der. Chris steht mir da viel zu offen. Wird da auf jeden Fall weggeflasht. Er verdiente Frag für Ayuri. Und macht das nicht wirklich gut. Sterben da einfach viel zu viel weg immer, bevor der Retake überhaupt kommt. Steht der viel zu offen. Bombe kann auch durchgedrückt werden. Also ist ja schon mal löblich von ihnen, dass sie das merken und die Halle checken und so weiter. Und dann auch legen. Das taktisch ist soweit alles ganz in Ordnung. Aber dann die Verteidigung der Bombe klappt dann irgendwie noch nicht so ganz. Auf jeden Fall die guten Posis oder der Plan, was man da genau macht. Wie gesagt, also spät dann Rampe zu gehen, wäre dann eine bessere Möglichkeit. Wie gesagt, das vielleicht einfach nur faken. Also dann die Megan-Smoke ein bisschen rausflächen und so und dann einfach Rampe abfahren. Aber das Faken, dass man da in der Halle drin ist und Rampe dann das Timing nutzen. So, nochmal so eine Runde. Der Hurricane hört den außen. Halle ist allerdings schon wieder drin. So, Phaser. Bombe. Bomben-Diffuser wurde gekillt. Jetzt geht die Runde endlich mal wieder am Pott. 14. Runde auf dem Konto von den Deutschen. Die Runde ging super schnell. Sie sind da, glaube ich, einfach Halle reingefahren. 7 zu 2. Der Ayuri kauft, was geht. Eine Eagle, eine Famas, zwei Famas sogar. Boah, jetzt fast den Headshot gegeben. Gute Hits an beiden Seiten schon ausgeteilt. Das ist die Frage. Jetzt baut man nochmal außen um. Ja, macht man auch. Phaser schiebt auch nochmal hin. Lano im Türraum. Ah, sehr schön, gefällt mir. Und jetzt könnte man halt alles Mögliche spielen. Außen durchstechen, da wird nämlich auch gar nicht gezielt. Und jetzt komplett die Lücke. Leider keiner. Aber man geht sogar hinten runter. Auch nicht schlecht. So, Nano wird dann die Mates aus die Spieler aus dem Schacht holen. So, man ist gleich unten. Safety geht Chris sogar schon rein. So, Overview ist quasi unnütz. Mal schauen, wann Lano da rumzieht. Jetzt kommt sogar auch ein Schacht, also wenn die Runde an Pott geht, dann weiß ich auch nicht.
geflasht. Ich glaube, die sitzt nicht. Kommt Lano aus. Boah, Jülz. Schön rumgezogen von Chris. Draw safe für Pot. Sehr schön. Spielen das ja echt teilweise ganz klug runter, die Runden. Ja, und die CTs haben jetzt nur noch Deagles. Geld für Deagles. T ist auf direkt mit Rampel Rush. Der hat zu gut geflasht. Muss jetzt, wo sind die Mates, die den Track machen können? Boah, er ist unter. LOL? Er ist unterkippt und wird aber gejagt. Oh mein Gott. Nur zwei in der Box. CIA und Bam. Und tschüss. Rampel ist auch schon unten. Wagner ein bisschen von der Halle. Komplett kann jetzt gelegt werden. Rampel ist auch safe. Also bei der Runde kann fast nichts mehr anbrennen. Jetzt links. So, zwei sind jetzt noch hinten angesagt. Chris und Faser direkt da. Sehr schön. Erste MF geht am Pot. Gratulation. Bleibt dran. Hier, wenn es jetzt gleich weitergeht bei Pot gegen Alirui. Auf die Inferno. In der Balkan European oder Europe. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Balkan Europe Counter-Strike League Season 2. Ja, bis gleich. Ich freue mich, wenn ihr weiter dran bleibt.